nicht. Hey, hässliches ja, ja. Etwas. Halt's Maul. Lass kurz. Natürlich. Oh, bleib stehen. Bleib stehen, damit ich dich anklicken kann. Ich bin ganz Ohr. Ja, ich werde aggressiv. Schmeckt meine. Warum dieser Müll mit dem Feuerball auch nicht funktionieren muss. Ja, wo läufst du hin? Schon erledigt. Wie kann man nur so blöd sein und so viel fehlwirken? Wie beschränkt muss der Geist von ihr sein? Irgendwie hätte ich mir mehr davon erhofft. Und er lebt noch verletzt. Ja. Und der... Was ist Braden denn oh Mann! Wenn ich hier die Ausrüstung wieder ausziehe komplett... Komischerweise wird wahrscheinlich jeder Schuss wieder sitzen und sie wird von den Pfeilhageln einfach kaputt gebohrt. Was? Was soll ich nur mit dir machen? Vielleicht ihr die Waffe aus der Hand nehmen, vielleicht den Schutzring auch noch abnehmen. Ihr habt gerufen. Mach's kurz. Totaler Schwachsinn. Warum das nicht anständig funktionieren kann. Was wie befohlen? Ja, natürlich. Besser auf den Füßen zu sterben, als auf den Knien zu leben. Ja, wir werden wieder vollgelabert. Hey, ja, das Maul. Ja, verstanden. Ich bin ganz schon erledigt. Oh, hier kommt Isegrim da. Ihr habt so gut ich kann. So, Feuerball. So ungefähr dahin. Ja, funktioniert natürlich wieder erstklassig. Alle schießen auf Wahnsinn. Was wie befohlen? Ein Großteil von dem dürfte ja hinüber sein. Wie lautet ihr Befehl? Noch irgendein Heilzauber, ja. Was? So, der ist auch sofort. Okay, da gibt auch ein paar Erfahrungspunkte mehr. Ja? Der darf Bran, wenn fast töten. Los, komm, geht. Die haben zufällig nie noch irgendwelche Feuer. Hier, zaubert ihm ein paar Meteoriten her. Hallo? Und du heil dich mal bloß weiter selber. So, und da du ja jetzt ein paar Meteoriten in der Hand hast. Während des Kampfes kann die Rüstung nicht gewechselt werden. Natürlich. Stabspeer. Ihr habt schon erledigt, was immer ihr braucht. Ich bin ganz so gut ich kann. Ja, sie dürfen Meteoriten. Ich liebe es, wenn sie Meteoriten wie hat. Amanda Krusch und das ändern wir auch mal schnell hier. Ihr habt gerufen? Bam. Ja, du solltest nicht so forsch nach vorne laufen. Sondern du solltest lieber mal hier weiter heilen. Sehr interessant ist, dass sie überhaupt nicht trefft. Aber sobald er sie trefft, dass sie dann ziemlich tot sind. Ich würde gerne wissen, welcher Fluch auf mir liegt, dass nichts trifft und alles fehlwirkt. So, du hast irgendwie auch noch eine interne Heilung. Genau, die darfst du jetzt mal für dich benutzen. Wie lautet ihr Befehl? Du hast quasi keine Heilung mehr übrig, bis auf die, die du dem Zwerg geben kannst. So, wir hätten hier jetzt freies Inventar. Wir haben hier ganz viel meisterliche Pfeile. Ja, die kann sie nehmen. Die kann Minsk nehmen, den Hammer kann die Magierin nehmen. Die Skars behalten wir, die Rüstung kann weg. Und der Ionstein kann in unseren tollen... Edelstein-Rucksack-Gedings. Edelstein, ja, Edelstein-Sammelsack. Das Ding passt auch in den Edelstein-Sammelsack. Ja? So. Ja, es gibt viel zu durchwühlen. Hier verschwende ich nur meine Talente. Ja, und dann fangen wir auch gleich damit an. Natürlich. Los, komm her, wir wollen Gold. Und Scalps. Ja, Scalps sind noch wichtiger als Gold. Ja, noch mehr Scalps und Gold. Und mal gucken, hoffentlich hat der ein Schild und einen guten Hammer. Eine interessante Prunkharnisch. Hier, was hast du? Und du hast das Ding an. Was hat er an? Er hat Kristallpanzer an. Nee, der Prunkharnisch wird nicht besser sein, auch wenn wir dazu den Ring benutzen können. Aber der Prunkharnisch ist ein Haufen Kohlen wert.
Jetzt halt mal her. Gib den mal ab. Ja, mit dem wird er auf Rüstungsklasse 3 kommen, aber dafür hat er halt nicht mehr den Feuerwiderstand. Dann können wir das auch sein lassen. Hier hat auch Rüstungsklasse 1, genauso wie das Ding. Wieso? Ah ja, genau, die verändert sich ja nicht. Aber mit dem könnt ihr noch, mit dem Ding könnt ihr noch die Dings tragen, die wie heißt es? Den Ring da. Den Schutzring. Plus 1. So, das wird jetzt Spaß, euch alle abzuklappern. Nicht der Helm, nicht der Helm, nicht der Helm. Der Helm ist Müll. So, dann dahin. Edelsteine? Das noch? Wie keine Skypes. Da würde sich jemand über die ganzen Skypes in Berik Ost freuen. Ne, den brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Und das? Und was ist das? Ah. Gold. Noch mehr Skypes. Ja, wir suchen hier fröhlich alles ab. Bis auf die letzten Räuberhinterlassenschaften. Und weil die das im Zelt eh nicht mitkriegen, erforschen wir hier erstmal alles, damit uns nichts in den Rücken fällt. So ganz taktisch klug. Ja, die Kisten lasse ich am besten nochmal um. Wie viele Skypes haben wir denn jetzt schon? Fast 50 Stück. Das sind fast... 2500 Gold in Skypes. Hier den Hammer kann sie noch nehmen und den Schild kann sie auch nehmen. Und sie kann schon mal sagen, was sie davon... du Kriegshammer plus 1. Noch ein Kriegshammer plus 1. Ein mittlerer Schild plus 1. Und ein Stab. Du hast noch einen Meteoriten in der Hand, stimmt's? Ich bin ganz ohr. Noch drei sogar. Boah, das können wir gleich im Kampf benutzen. Ja, natürlich. So, speichern wir jetzt mal, wo wir so eine große Horde Diebe gekillt haben. Und laufen wir fröhlich weiter rum. Und erkunden wir erstmal schön alles. Bevor wir in die Gebäude dann endgültig reingehen und alles schön kaputt klappen. Na, hier finden wir irgendwelche lustigen Ruinen. Gibt's da ja noch was Schönes? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wir betreten nämlich langsam den Bereich des Spiels, den ich nicht mehr komplett, oder sagen wir nicht mehr ansatzweise kennen. Komplett kannte ich das andere auch nicht. Ein paar Mal wurde ich schon überrascht. Das Einzige, was ich noch ungefähr noch erinnern könnte, ist, dass in Durlaks Turm später vor einer Tür einfach mal 4 Fallen liegen. Ja, das wird ein Spaß. Aber Immuen sollte die bis dahin entschärfen können. Hoffe ich. Vielleicht hätten wir doch Safana mitnehmen sollen. Ach, hier hätten wir durchgekonnt. Nee, konnten wir nicht. Aber irgendwie konnte man da doch hin, oder? Ah, konnte man nicht. Auch gut, auf jeden Fall, ja. Die in der Hütte haben natürlich nichts mitgekriegt, dass draußen Feuerbälle rumgeswuscht sind und versuchen jetzt zu flüchten, wo wir gerade nicht da sind. Oder kamen raus, weil draußen rumgemetzelt wurde, weil die denken, dass ihre Leute anscheinend alles gemacht haben. Und jetzt nicht grölend ein Fest feiern, weil wir nicht mehr sind. Naja, kann man nichts machen. Aber die Schwarze Ant und wie die zwei oder und wie der andere Verein da heißt, fällt mir gerade nicht ein, sind eh beschränkt. Hier gab's ja nichts, nein. Von da unten kommen wir ja im Prinzip. So viel ist es nicht mehr, das ist schön. Ja, oben ist noch, kann ich ja schon mal sagen, eine Höhle voll mit diesen lustigen, Hobgoblins. Dann ist da noch, was waren da noch? Ja, noch ein paar andere Hütten, in die man so rein konnte, in denen Gold und Bücher sind. Allerdings keine besonderen Bücher wie diese tollen Leitfäden, wovon wir schon 2 gefunden haben.
wo ein Leitfaden, nein, wo zwei Leitfäden sind, weiß ich noch. Ah ne, mir fällt gerade noch ein, wo die anderen, wo insgesamt die letzten vier sind, die uns noch fehlen.